Hallo zusammen und willkommen zurück zum Mega Man Unlimited Let's Play. Im letzten Part haben wir Comet Woman besiegt, haben dafür den Comet Dash bekommen, die Waffe dazu. Und mit dieser Waffe können wir Jetman relativ leicht ausschalten. Also begeben wir uns gerade mal zur Stage. Ding, ding, ding. Und ja, es sieht nicht nur wie ein Jet aus, er kämpft auch, also sprich, er fliegt auch wie ein Jet. Sprich, der Kampf wird relativ schwierig. Genau, hier könnt ihr eigentlich euer Nail Shield benutzen, falls ihr das schon habt natürlich. Und könnt hier den ganzen Projektilen und alles, was euch entgegensitzt wird, schön ausweichen. Naja, ausweichen. Naja, hä. Und hier besonders, weil hier diese Vögel aus den Koffern von dem Viech kommen. Die droppen aber unter anderem auch Lives und One-Ups, also solltet ihr nicht unbedingt die Viecher ignorieren, weil die sind wie ganz normale Viecher und können genauso wie die anderen One-Ups droppen. So, Rush Coil. Whee! So, mal Shield wieder ein bisschen auffüllen. Weapon Tanks und sowas würde ich an eurer Stelle benutzen, erst dann, wenn ihr schon in den schwierigeren Parts des Spiels seid, also sprich noch nicht jetzt direkt am Anfang, wenn ihr gerade mal die Robot Masters macht, sondern erst dann, wenn ihr schon Richtung Final Boss euch begebt. Das werdet ihr aber dann auch merken, wenn ihr so langsam beim Final Boss ankommt. Deshalb, verschwendet eure Weapon und E-Tanks nicht, weil die werdet ihr brauchen. Also es gibt, wie bei jedem Mega Man Spiel, gibt es am Ende einen Boss Rush. Und dafür solltet ihr ordentlich Zeug mitnehmen. Lives am besten auch, am besten eigentlich alles. Oh, ich hab schon gedacht, wie kann der Jump zu kurz sein? Aber dann habe ich gedacht, boah, zum Glück habe ich das Viech gekauft. Deshalb Beat Call eigentlich immer praktisch, wenn ihr irgendwelche Langsprünge habt und nicht ganz wisst, ob ihr das schaffen könnt. Weil dann habt ihr einfach eine Rückversicherung. Dann dauert das Let's Play auch nicht so lange. So. Auf jeden Fall wird das später noch praktisch, denke ich. Also gerade Beat Call wird ziemlich praktisch, wenn man dann ins spätere Stages geht, weil es dann wirklich übelst viele von diesen Endlos-Gruben gibt. Insta-Death-Gruben nenne ich sie manchmal auch. So, das, was ihr da links seht, diese komischen Wände, die können wir mit dem Tank Arsenal zerstören. Allerdings mache ich das als separaten Part, weil, wie ich das ja schon im letzten Part mal kurz erwähnt hatte, werde ich mir diese Yoku Buchstaben dann vornehmen, wenn wir dann im 10. Part sind oder sowas. Weil das Ganze ein bisschen ein Secret ist. Aber dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Erstmal später, wenn wir dann soweit sind. So, die E-Tanks hätte ich mir eigentlich sparen können. So, hier seht ihr zum Beispiel, die Viecher droppen Lives, also macht euch die zunutze, weil die droppen Waffen auf Tankzeug. Genau. Ah, nein, jetzt komme ich nicht an das One-Up. Fuck, komm schon. Nein, nein, oh. So, jetzt aufpassen. Ihr habt einen richtig langen Weg zurückzulegen. Voller Wände und fieser Viecher. Genau, besonders die da, da solltet ihr aufpassen. Die schießen immer in die Position, wo ihr zuletzt seid. Wenn ihr richtig Pech habt, das richtig falsch macht, dann stoßen die euch mit den Raketen runter. Das ist dann schon richtig fies. So, sind wir aber hier endlich. So, das Shield brauchen wir in dieser Stage wirklich nur dafür, uns zu schützen. Weil es hier etliche Sachen gibt, die uns töten und in irgendwelche Gruben schmeißen will. Also habt ihr dafür guten alten Nail Shield. So. Ah, noch so einer. Hier lasst euch lieber treffen, bevor ihr in die Insta-Death-Gruben kommt. Am besten auch nicht treffen lassen. Nicht so wie ich. Boah, der war knapp. So. Ah. Mit seinem Schutz. Jet. So.
Ja, machen wir mal doch mal das Nail-Ding. Und Comet Dash. So. Das wird mal wahrscheinlich eine richtig kurze Folge, wenn wir Glück haben, ne? Mal so ganz nebenbei. So, aufgepasst. So, ja, genau. So ein Zielsuchangriff. Danach kommt er von der Einrichtung. So, und weil ich jetzt das Let's Play ein bisschen verkürzen will, mache ich mal einen E-Tank. Ah! Ich denke, für den Rest werden wir das auch so schaffen. Ja! Woo! Also ja, das Attack-Pattern von dem generell, es gibt eine Zielsuchrakete, dann kommt er von links immer, stürzt auf euch runter, ihr könnt ihn dann schon mal im Voraus ein bisschen anschießen. Dann fliegt er in der Luft und lässt Bomben fallen. Also ihr müsst immer genau die die Momente anpassen, in dem er gerade auf dem Boden unterwegs ist. Genau. Dann haben wir jetzt die Jet Missile bekommen. Die Jet Missile ist ein Zielsuchangriff. Wird später interessant, weil wir dann viele kleinere Projektile zu stoppen haben. Jedenfalls gehen wir uns wieder mal ein E-Tank kaufen und Beat hat uns schon einmal das Hinter gerettet, also werde ich nochmal ein paar kaufen. So, jetzt habe ich nur noch 6 Schrauben, ist aber auch nicht weiter wild. Dann speichern wir das Ganze mal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich weiß noch nicht, welchen Gegner. Ach, jetzt gibt es ein bisschen Zwischen. Also ja, das ist die Story im Prinzip. Wir haben irgendeine Art von Virus, das all diese Robotmaster dazu veranlasst, die Menschen und die Roboter in der Welt anzugreifen. Und wir als Mega Man haben die Aufgabe, sie zu stoppen. Aber wie Dr. Light sagt, bisher hat uns der Virus irgendwie nicht betroffen. Ich denke, das wird uns noch später in den Hintern beißen, wenn es dann Richtung Final Boss geht. Oh, Spoiler. Nein, nicht wirklich Spoiler. Ich bin noch nicht bei Final Boss gewesen, aber ich erwarte mal etwas in der Richtung. Foreshadowing! So, auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich entscheide dann spontan, welchen wir als nächstes machen. Bis zum nächsten Part dann und ciao!